Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja. Studicon war der Ostermorgen heute. Ich fand es einfach total genial, mit so vielen jungen Christen zusammen Ostern zu feiern und einfach diese Osterfreude zu erleben in dem Gesang, mit der Musik, und das war richtig cool. Also mein Highlight auf der Studicon war der Lobpreis, weil man hat einfach so die Atmosphäre gespürt, dass Gott da ist im Raum, und heute Morgen besonders bei dem Auferstehungsgottesdienst quasi mit den Trompeten. Das war einfach so schön und ja, die Atmosphäre war einfach klasse. Gemeinschaft, sehr intensiv, teilweise anstrengend, kurze Nächte, wenig Schlaf, aber geil. Richtig gut auf der Studicon ist das Wetter, weil es scheint einfach die Sonne. Mein persönliches Highlight war gestern das Seminar von Matthias Clausen über die Glaubwürdigkeit der Bibel. Das fand ich sehr gut und hat mir auch sehr viel weitergeholfen. Mein Highlight bis jetzt war der Schweizer Abend. Also das Fondue war super, super lecker. Die Schweizer sind super gastfreundlich. War ein super Abend. Also es hat auch super Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich liebe die Schweizer. Ach, die Karte hier. Garantiert, dass man immer was zu essen kriegt. Das ist die VIP-Karte. Und wenn man die hat, darf man ganz vorne die Essensschlange und kriegt sofort was. Aber die kriegt man nur, wenn man sich früh genug anmeldet. Ich fühle mich gerade so wie im Urlaub. Mein Highlight bis jetzt war heute die letzte Kleingruppe, weil wir einfach einen super Austausch hatten. Coole Gespräche, und es mir einfach riesen Spaß gemacht hat, mit den anderen Leuten sich auszutauschen, über die verschiedenen Themen zu reden. Studicon, yeah! Mein Name ist Christian Lachmann und wir kommen nun zum Witz des Tages. Was sagte Gott, nachdem er das Ruhrgebiet erschaffen hatte? Essen ist fertig,